erstmal herzlich willkommen hier zu Soul of Braunschweig und zwar der zweiten Staffel. Einmal Applaus für alle bitte. So, durch diesen ganzen Abend begleiten euch heute Sergeon auf der rechten Seite. Genau, einmal Applaus bitte. In der Mitte haben wir Lilith. Und mein Name ist Andrew. Soul of Braunschweig. Viele Leute haben schon im Vorfeld davon gehört, haben sich schon einen Eindruck verschafft, was unsere Talente alles drauf haben, sind unserer Einladung, unserem Aufruf gefolgt. Und es freut uns wirklich, so viele Leute heute hier an den Tischen zu sehen, begrüßen zu dürfen und einfach als große Gruppe heute Soul of Braunschweig 2 zu feiern. Und es ist einfach viel Spaß dabei. Soul of Braunschweig ist ein Projekt von Jugendlichen, wo sie alle ihre eigenen innersten Messages, ihre eigenen Stories in Songs verpackt haben. 9 Jugendliche, die heute eine Message rausbringen und die wirklich, wirklich deep über sich selbst nachgedacht haben, sich selbst reflektiert haben und alle von euch heute daran teilhaben lassen. Okay, dann mache ich jetzt erstmal weiter. Wir wollen uns erstmal beim Wolters Applausgarten dafür bedanken, dass wir heute hier sein dürfen. Und dann wollen wir uns nochmal bei unseren Sponsoren bedanken. Einmal der Stiftung Braunschweig Kulturbesitz, dem CJD und dem AKW. Ich stelle euch jetzt nochmal die ganze Band vor, alle die jetzt schon mal auf der Bühne sind. Wir fangen mit den Streichern an. Da haben wir einmal Charlie, sie ist in der Mitte. Genau. Oh. Links von ihr ist Dana. Darunter sitzt direkt Marie. Genau. Und rechts davon ist Nils. Und direkt neben den seht ihr den DJ. Das ist DJ Evolution. Und dahinter sehen wir auch die Horns. Da haben wir einmal Volkan. Mino. Und Chan. Genau, und jetzt zu den Gitarren und dem Bass. Da haben wir einmal Karl. Da haben wir Kilian und Joey. Yes, sir. Und jetzt nochmal an den Drums haben wir Brian. Er ist mega auf. Und zu guter Letzt haben wir noch an den Keys Billy Ray. Und nochmal ein Applaus für Tiana, sie sehen ja auch gleich, sie hat mit den ganzen Kids die Vocals gemacht. Und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt kommen die, für die ihr da seid. Soul of Braunschweig kommt jetzt. All we need is, all we want is, all we need is, all we want is. Break it down, break it down, break it down, break it down. Also, das Ding hier ist ausverkauft und ihr wisst immer noch nicht, wie Soul Power geht? Euer Ernst? Ja? Okay, dann üben wir das. Wenn ich euch frage, was wir brauchen, seid ihr Soul Power. Okay? Machen wir das also nochmal. Achtung, Paul. All we need is Soul Power. All we want is Soul Power. All we need is Soul Power. All we want is Soul Power. All we need is Soul Power. All we want is Soul Power. All we need is Soul Power. All we want is. Alright. Für den nächsten Teil müssen wir bitte alle aufstehen. Wir üben das, weil es kommt 3 Millionen Mal heute vor. Und ganz kurz mal. Warte mal. Also, die Frau ist im 9. Monat schwanger hier heute, okay? Ich dachte, das sieht man gar nicht. Und jeder, der schon mal mit einer schwangeren Frau zusammengelebt hat, weiß, dass man sie am besten nicht verärgert, okay? Deswegen, also Leute, wenn sie sagt Soul Power, oder wenn sie sagt, all we need is, dann macht ihr Soul Power. Sonst muss ich das ausbaden nachher, okay? Let's go, Diana. Genau. Das heißt, wir machen jetzt ein bisschen Sport, nicht wahr? Ist aber nicht so anstrengend. Okay. You got to get down, 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 down. You got to get up, 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 up. You got to get down. Soul Power! All we want is
bleibt stehen, feiert es, feiert diesen Abend, feiert euch und viel Spaß. Und als nächstes seht ihr jetzt die, für die ihr alle da seid, Soul of Braunschweig 2. Ja, let's go, Leute, kommt rein. Lasst euch applaudieren. Go, go, go. Schön, Lilith. Zerreiß. Okay, dann möchte ich als erstes mit einmal Michelle nach vorne zu bitten. Also, dein Song heißt Running from the Sun. Würdest du ihn uns bitte einmal erklären? Ja, also in meinem Song geht es sowohl darum, dass ich erzähle, wie es ist, eine Woman of Color zu sein, als auch, dass es darum geht, um eine persönliche Erfahrung aus meiner Kindheit. Und zwar bin ich in einem sehr weißen Umfeld sozusagen groß geworden und ich habe mich immer sehr falsch gefühlt. Ich habe mich sehr fehl am Platz gefühlt und deswegen habe ich gedacht, dass es mein Fehler ist, dass es ist, weil ich anders aussehe, weil ich zu dunkel bin und deswegen habe ich mich sozusagen dazu entschieden, komplett die Sonne zu meiden, um dann dazu zu gehören sozusagen. Was hat sich bei dir verändert, dass du dich selbst akzeptieren konntest? Also ich glaube, es war generell einfach, dass ich mich mit mehr Menschen, die eine ähnliche Story vielleicht teilen, umgeben habe. Und auch generell in den Medien, dass ich mehr Repräsentation gesehen habe als in meiner Kindheit. Was denkst du, müsste sich in der Gesellschaft verändern, damit sowas nicht mehr vorkommt? Also auf jeden Fall mehr Repräsentation. Also ich habe ja gemerkt, wie es bei mir zumindest ein bisschen was geholfen hat. Aber es ist immer noch lange nicht genug. Und wir müssen einfach normalisieren, also Menschen normalisieren. Dann bin ich sehr froh, dass wir... einen fetten Applaus für das verdient und ich freue mich jetzt schon darauf, dass du selbst einer dieser Repräsentanten sein wirst. Thank you.
Mit seinem Song Beware of the Consequence und direkt eine Frage, was bedeutet dir deine Überschrift Beware of the Consequence? Also in meinem Song geht es darum, dass wir Menschen uns immer gegenseitig verletzen und dass wir uns immer den Konsequenzen bewusst sein sollen und einfach das Leid, was gerade auf der Welt ist, einfach lindern. Wir können es nicht beenden, aber zumindest lindern. Sehr geil, sehr geil. Woo! Und deine Topline von deinem eigenen Song ist: If people would take care about feelings, my heart would shine brighter. Übersetzt das einmal nochmal für die Leute vielleicht, die es brauchen, auf Deutsch nochmal. Und sag was dazu. Warum ist das auch deine Topline? Das ist meine Topline. Also übersetzt heißt es, wenn wir Menschen die Gefühle der anderen berücksichtigen würden, würde ich einfach glücklich sein. Und das würde mich zum glücklichsten Menschen machen. Und wolltest du noch was sagen? Da war ein Nein, okay. Auf jeden Fall mega, bei mir dasselbe. Also, oder bei jedem anderen Menschen auch. Ich glaube, wenn wir mehr über uns achten und mehr Achtsamkeit schenken, würden wir das Leben alle leichter haben. Safe. Und jetzt nochmal zu der letzten Frage. Was möchtest du nochmal als Person ausstrahlen für die Leute heute? Einfach 100% Honesty. Ich möchte mich so zeigen, wie ich als Person bin und meine Leidenschaft teilen. Dann let's go. Beware of the consequence. Kiel, bitteschön. Mm-hmm.
Ganz große hier vor dem Mikrofon auf der Bühne und vor allen Leuten, die irgendwie sie mal fragen, was hast du eigentlich für eine Meinung? Bevor ich da einsteige, einmal erstmal ein paar Fragen oder eine Frage zu deinen Texten. Und zwar,
All the great but empty words ist einer deiner Zeilen in deinem Song. Was möchtest du damit sagen, beziehungsweise was möchtest du damit ausdrücken? Ja, also all the great but empty words. Ich möchte damit sagen, dass wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, als Beispiel so, ja, ich werde meinem Crush sagen, dass ich sie oder ihn mag. Und das am Ende dann trotzdem nicht macht, sondern denke ich mir so, okay, wieso sagst du mir das? Also das erscheint halt sehr groß und sehr toll, aber im Endeffekt ist das einfach nur leer, also ergibt keinen Sinn halt. Ich glaube, die Situation kennen sehr viele von uns, dass Leute, mit denen man spricht, einem einfach nur Sachen entgegenwerfen, mit denen man einfach am Ende des Tages dann doch nichts anfangen kann, weil es keine Hand und Fuß hat. Du gerade jetzt aus deiner Sicht hast bestimmt nochmal eine ganz andere Meinung auf das Verhältnis der beiden Generationen aufeinander, also zwischen jung und alt. Was fällt dir dabei auf? Was fällt dir ganz bezüglich nochmal des Verständnisses, das gegenseitige Verständnis? Was fällt dir diesbezüglich ein? So, jetzt hab ich's. Ja, genau. Also ich finde, dass meine Generation sich nicht traut, deren eigene Meinung zu sagen und sofort halt Angst haben, gejudged zu werden und beurteilt zu werden. Und ja, und ich finde, dass die ältere Generation so denkt, dass wir halt so, ja, dass wir halt jung sind, dass wir halt nichts wissen und dass die über uns bestimmen können und beziehungsweise, dass die halt wissen, was für uns gut ist und so. Natürlich wissen das die meisten Erwachsenen, aber so, ja, also manche denken halt, dass sie es wissen, obwohl die es gar nicht tun. Genau, einmal Applaus dafür bitte. Ich glaube, das ist nämlich ein sehr, sehr großer Punkt. Sehr viele von den Erwachsenen sollten jetzt Carmen auch in dieser Hinsicht zuhören, weil es ist wichtig, den Jüngeren zuzuhören, die Meinung zu verstehen und ein Verständnis oder ein gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. In welcher Hinsicht, wenn wir gerade bei dem Thema sind, werden Jugendliche oft unterschätzt aus deiner Sicht? Ja, also wenn ich jetzt mit einem Älteren reden würde und der mir halt gar nicht zuhören würde, so dann würde ich mir halt denken, okay, wieso nicht eigentlich mit dir? So, dass der soll mir zuhören, auch wenn ich jünger bin. Ich habe was zu sagen, das, was ich sage, ist wichtig und der soll mir zuhören. Ja, genau. Ja. Das ist eine Message. Der Rest der Message kommt jetzt in dem Song und alle, die jetzt aufgehört haben zu klatschen, macht direkt weiter, jetzt geht's los. And then
mega krass gewesen. Und als nächstes haben wir Amir. Amish. Dankeschön, Dankeschön. Und in seinem Song handelt es sich um Freiheit. Deswegen die erste Frage: Wann empfindest du für dich Freiheit? Was bedeutet Freiheit für dich? Freiheit bedeutet für mich, wenn man sich nur voll und ganz auf seine eigenen Gedanken fokussiert und wenn man den Fokus auf sich selber setzt und sich nicht von anderen Meinungen was sagen lässt. Okay, okay. Und darauf, deswegen check ich auch seine Topline. Und seine Topline ist: Es wird Zeit, dass du dein Leben lenkst. Und das sagt er sich immer selber, auch dadurch, dass er seinen Song einfach jeden Tag selber hört und macht. Und was empfindest du bei dem Satz? Warum ist es dein Topline? Also gerade in Momenten, wenn ich wirklich darauf achte, was andere Leute sagen, dann stelle ich mir den Satz in meinem Kopf und denke mir so, ey, es wird Zeit, dass du dein Leben lenkst. So scheiß auf die anderen, sondern mach einfach, tu, was du tun möchtest und scheiß auf die anderen Leute, ja. Follow your dreams, follow your dreams. Und du weißt selber, die Gesellschaft gibt schon ein bisschen, also was heißt ein bisschen, viel Druck auf einen Menschen aus, so. Aber was gibt dir die Kraft, jedes Mal selber dir treu zu bleiben? Wenn ich zum Beispiel meinen Gedanken durchgesetzt habe und dann sagen wir zum Beispiel abends irgendwie im Bett liegen und mir denke so, ey, okay, guck mal, du hast es gemacht, mach's beim anderen Mal auch, das ist so die Training dafür und das steigt das Ganze, ja. Selbstreflexion, mega, braucht jeder, auf jeden Fall. Und das war Amir, Leute, jetzt mit Freiheit. Nicht so reinpasst, ich weiß, ich kenne deine Last. Wir sind halt nicht so angepasst. Andauernd wird dir vorgelabert, du musst so und so sein. Aber nein, das ist irgendwie nicht meins. Ich will anders leben, anders als ihr. Wieso ist das denn so schwer zu kapieren? Ich will frei sein, frei von dieser Welt, frei von den Schmerzen und dem, was mich hält. In meinem Leben bin ich nur mein eigener Held. Und es ist egal, ob es dir so gefällt. Wie kannst du mein Glück bestimmen, wenn du deins nicht mal kennst? Es wird Zeit, Zeit, dass du dein Leben lenkst. Und ich frage mich, wann du es checkst, dass du mit deiner Art andere kriegst. Freiheit, ja, die frei sein. Hast du sie nicht, ist das mehr wie eine Krankheit. Freiheit, ja, die frei sein. Es ist mein Leben und ich bestimme meine Freizeit. Freiheit, ja, die frei sein. Hast du sie nicht, ist das mehr wie eine Krankheit. Freiheit, ja, die frei sein. Deine Worte fühlen sich echt wie Dorn an. Und ich frage mich, willst du mich verformen? Sind das wirklich deine Werte und Normen? Ja, ich heb die Stimme und ich sag, wie es ist. Keine Ahnung, ob du checkst, wie du jetzt gerade bist. Alles, was ich seh, ist nur Wut oder Stress. Weißt du eigentlich, wie du mich verletzt? Ich will frei sein, frei von diesem Zorn, frei von der Last. Und jetzt schau ich nach vorne. In meinem Leben bin ich nur mein eigener Held. Und es ist egal, ob es dir so gefällt. Wie kannst du mein Glück bestimmen, wenn du deins nicht mal kennst? Es wird Zeit, Zeit, dass du dein Leben lenkst. Und ich frage mich, wann du es checkst, dass du mit deiner Art andere kriegst. Freiheit, ja, nie frei sein. Hast du sie nicht, ist das mehr wie eine Krankheit. Freiheit, ja, nie frei sein. Es ist mein Leben und ich bestimme meine Freizeit. Freiheit, ja, nie frei sein. Hast du sie nicht, ist das mehr wie eine Krankheit. Freiheit, ja, nie frei sein. Hast du sie nicht, ist das mehr wie eine Krankheit. Freiheit, ja, nie frei sein. Es ist mein Leben und ich bestimme meine Freizeit. Freiheit, ja, nie frei sein. Hast du sie nicht, ist das mehr wie eine Krankheit. Freiheit, ja, nie frei sein. Es ist mein Leben und ich bestimme meine Freizeit.
Als nächstes haben wir Vanessa. Vanessa, sie kommt mit dem Song Right to be Wrong. Also es ist auch mal richtig falsch zu liegen. Und wie interpretierst du das Ganze? Right to be Wrong ist für mich, es ist richtig falsch zu sein. Es gibt kein richtig oder falsch, weil wer macht hier die Regeln? Oh. Right. Okay, und zwar deine Topline, die dich am meisten erfüllt, ist: They always told me to be myself, but they didn't want me to be. Und das heißt ja, im Großen und Ganzen, dass jeder zu dir sagt, du sollst so sein, wie du bist, aber keiner du sein willst. Warum ist das dein Topline? Ja, alle haben immer gesagt, sei du selber, mach dein Ding, aber wenn ich dann nicht selber war, war ich zu laut, war ich zu dunkel, war ich zu dick und was auch immer. Und deshalb war ich nie ich selber und jemand anders halt. Oh, wow. Und dafür kriegt jeder gleich Right to be Wrong. Aber vorher, zeig uns deine Energie, die du bis jetzt immer wieder gebracht hast, und bring es nochmal auf eine höhere Stufe, bitte. Let's go. Right to be Wrong. Thank you.
chose not to be wrong. Cause in a wrongful system, it's just right to be wrong. Wir machen das alle mal mit, okay? Right to be wrong. Right, right, right. To be wrong, wrong, wrong. Fight and you will get strong, strong, strong. Right, right, right. To be wrong, wrong, wrong. Fight and you will get strong, strong, strong. Come on. Right, right, right. To be wrong, wrong, wrong. Fight and you will get strong, strong, strong. Right, right, right. To be wrong, wrong, wrong. Verhältnissen aufgewachsen ist und dadurch sehr jung, in jungen Jahren sehr schnell in der schiefen Bahn geraten ist. Hier habe ich ein Zitat von dir, das heißt, ich bin da alleine raus, denn ich wollte hoch hinaus. Woher nimmst du diese Kraft, deine Träume zu verwirklichen? Eigentlich von meiner Umgebung, von meiner Familie. Ich denke mir, wenn ich weiterhin diese Scheiße gebaut hätte, die ich früher gebaut hätte, dass ich jetzt nicht hier stehen würde und meine Familie auch auf mich nicht stolz sein kann. Wie verzeihst du deinem früheren Ich deine Fehler? Seine eigenen Fehler verzeiht man sich eigentlich meistens nicht wirklich. Man drängt sie einfach nur zur Seite und versucht, das Beste draus zu machen. Okay, dann werden wir jetzt wahrscheinlich eine Menge lernen von deiner Message über Kraft und Konsequenzen. Bruder Herz, komm mal her, ich will dir was erzählen über mein altes Ich und deinem jetzigen Benehmen. Ich habe in derselben Lage gesteckt, lag monatelang schlaflos im Bett. Ey, Päckchen verpacken und verteilen, ich weiß, wie das geht, doch ob dich das weiterbringt, ich glaube nicht. Kennst du das Gefühl, wenn man die Handschuhe anlegt und du deine Mutter ansiehst, wie sie kaputt geht? Weil dich die Bullen mitnehmen, ja, es tut weh in der Seele. Mit der Zeit merkst du, wie das Geld verliert.
das ist der falsche Weg. Was soll er machen, denn keiner will ihn verstehen. Jeder geht ihm aus dem Weg, jeder sagt, er sei unverschämt. Doch genau das ist das Problem. Doch genau das ist das Problem. Ey, ey, ich bin da alleine raus, denn ich wollte hoch hinaus. Ich werde es niemals schaffen, verwirklich in mein Traum. Lass den Scheiß, geh den geraden Weg. Die Musik kann dir keiner nehmen. Jeder will sehen, wie du fällst. Mach es nicht für andere, sondern nur für dich selbst. Du bist besser als der Rest, denn du hast immer weiter gekämpft. Dein Leben ist ein laufender Test. Du hast es geschafft, du hast dich aus den Ketten befreit. Zeig ein, was du kannst, in der Quick mit dir selbst ist vorbei. Du bist endlich frei, also frei, hey. Du bist endlich frei, also frei, hey. Bruder, lass es. Okay, deiner Meinung nach soll ich Papa-Staat in den Arsch kriechen? Schön im System mitspielen und so tun, als wäre nichts passiert. Warum sollte ich das tun? Sie war nie für mich da. Nur wegen ein paar Jugendsünden werde ich keine zweite Chance bekommen. Ah, fuck it, ich werde jetzt wieder auf der Straße meine Geschäfte machen. Ich werde wieder meine Tobys im Monat machen. Oh, mein Leben chill, ich gebe einen Fick auf das System. Denn ich will nicht in einer Welt leben, in der es so ist, dass wenn es dir gut geht, alle für dich da sind. Aber wenn es nicht so ist, ah, fuck it. Oder lass es, siehst du nicht Mamas Tränen? Oder lass es, das ist der falsche Weg. Was soll er machen, wenn keiner will mich verstehen? Jeder geht ihm auf den Weg, jeder sagt, er sei unverschämt. Song verpackt und ist jetzt genauso mutig wie die anderen, ihn auch vor euch zu präsentieren. Lass uns direkt in den Text einsteigen und lass uns mal eine Frage zu deinen Texten selber stellen. If you are so pretty, so what's your fucking problem with me? Das sagst du in deinen Texten und wie bist du darauf gekommen, beziehungsweise was willst du damit ganz genau nochmal aussagen?
Genau, also der Song geht ja darum, dass wir alle in irgendeiner Weise schon mal verurteilt wurden, sei es für das, was wir tragen, für unseren Körper, für das, was wir machen. Und diese Zeile, if you're so pretty, then what's the fucking problem with me, ist halt einfach dazu da, dass die Leute, die einen quasi judgen, das sind ja quasi die, die sich so höher sehen. Und aber wenn du so schön bist, warum musst du mich dann für irgendwas judgen? Weil du hast deine auch, also du hast auch Insecurities und projizierst die nur auf mich, indem du mich judgst. Und das bringt dich nicht weiter, das bringt die Gesellschaft nicht weiter, das bringt niemanden weiter. Und ja, genau. Sehr viele Leute haben es sehr gut drauf zu haten, aber die wenigsten haben es drauf zu supporten. Deswegen ist es immer an einem selbst, irgendwie seinen Support aus gewissen Dingen zu ziehen. Aus welchen Dingen ziehst du so deinen Support? Genau, ich ziehe meinen Support ganz doll aus meiner Familie, meinem Freund, vor allem meinem Vater. Mein Vater kann leider nicht dabei sein, weil er letztes Jahr verstorben ist. Aber auch zum Beispiel, heute müsste ein Musiklehrer aus meiner Schule hier sein, der mich ganz doll weitergebracht hat in der Musik, die ich so mag. Und genau. Ja, wenn wir gerade auch bei genau so welchen Leuten sind, die dich supporten und die dir wahrscheinlich sehr viele prägende Sprüche mit auf den Weg gegeben haben, aus welchen Sachen ziehst du da nochmal ganz genau irgendwie deine Kraft, deinen Support oder wie auch immer? Also klar ist das total cool, wenn man immer gesagt bekommt, boah, du kannst voll gut singen oder das ist richtig krass oder so. Aber das, woraus ich so am meisten gelernt habe, ist Kritik. Also mein damaliger Gesangslehrer hat mir irgendwann mal gesagt, Kritik ist kostenlose Beratung. Und das ist so den Spruch, den ich irgendwie seitdem mitgenommen habe und der mich auch irgendwo immer begleitet. Und wenn ich quasi dann die Kritik oder Beratung bekomme, dann kann ich darüber nachdenken und im Endeffekt trotzdem noch mein Ding durchziehen, falls ich das nicht geil finde oder so. Von daher, genau. Top. Einmal Applaus für Matthäa, bitte. Und nochmal eine ganz kurze Ansage für alle. Das gilt auch nicht nur für Matthäa, sondern für wirklich jeden, der jetzt hier noch gleich auf der Bühne steht. Wenn wir hier Energie geben, dann gebt ihr bitte auch Energie. Das bedeutet, ihr sorgt dafür, dass ihr hier eine geile Show habt. Das bedeutet, ihr seid nicht hier aus dem Schneider, sitzt da einfach nur und guckt euch die Show an. Ihr könnt genauso mitmachen und die Leute hier durch das Programm durchpushen und supporten, wenn wir gerade beim Thema Support sind. Viel Spaß mit Matthäa. Pretty, pretty, the ones who fall.
Leute draußen, die mich kennen, also meinen Namen kennen, aber mich persönlich gar nicht kennen, die sobald ich sage, wie ich bin, die machen mich fertig dafür und ja, die brauchen mich nicht kennenzulernen, ganz klar. Nee, das haben sie echt nicht verdient. Also wieso hast du dir dieses Thema gewählt? Was liegt dir besonders an diesem Thema zu Herzen? Die Geschichte bewegt sich auch.
ja, es stört mich halt sehr, dass diese LGBTQ-Community wirklich fertig dafür gemacht werden, wie sie sind. Sie können halt nichts dafür. Lasst es einfach so. Ganz genau, lasst es einfach. Alright, dann Love is Love. Hau rein. Love is Love.
So, wie man es unschwer gerade hören konnte, ist jetzt Can auf der Bühne. Und ich will direkt mit einem Zitat von Can anfangen. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Gäbe es nicht jemanden, der mich verstanden hat, dann gebe ich bis heute noch länger auf alles einen Fuck. Unsere Schwierigkeiten haben sich ergänzt, wollten es besser haben, deshalb haben wir gekämpft. Und genau diese Lyrics, diese Worte von dir treffen uns alle auch immer in der Freizeit, im Privaten, wenn man mit dir spricht, so, dann bedenkst du deine Worte auf jeden Fall. Was möchtest du aber erstmal zu diesen Worten in deinem Text sagen? Das ist aber auch im Kontext von der Geschichte, in der der Song geschrieben wurde, zu beachten. Und zwar hatte ich einen relativ guten Kumpel, ich hatte nicht so ein gutes Selbstwertgefühl. Ich war relativ schlecht in Mathe, er war extrem schlecht in Deutsch. Wir sind beide schwerbehindert. Und irgendwann hat mal sein Opa gemeint, ich solle ihm mal helfen, ich soll ihm mal Sachen beibringen. Dann hatte ich das anfangs nicht hingekriegt. Später haben wir zusammen Comics gelesen. Das waren so eine Comic-Romane. Ich habe eine Seite gelesen, er hat eine Seite gelesen. Ursprünglich hatte er 5 und am Ende hatte er 3 auf dem Zeugnis. Und ich bin einmal Applaus dafür, genau das. Das Ergebnis davon, was aus ihm geworden wäre, konnte er leider nicht mehr selber erleben. Aber ich bin persönlich der Überzeugung, dass wenn wir alle mehr miteinander arbeiten und alle mehr zusammenarbeiten, anstatt dass wir gegeneinander arbeiten, wir in einer besseren Welt leben würden. Gerade schon die Personengruppe angesprochen. Für welche Gruppe möchtest du aber jetzt hier noch mal ganz offiziell heute stehen? Für Menschen mit jeglichen Schwerbehinderungen. Weil das in meinen Augen die Minderheit ist, die es in unserer Gesellschaft immer noch mit am schwierigsten hat. Ich meine zum Beispiel, ich bin auch wo viele Menschen in einer Werkstatt sind. Und es geht nicht an, dass du auf der einen Seite Rollstuhlfahrer hast, die trotz Arbeit noch Grundsicherungen beziehen müssen und dann nicht mal in jeden scheiß Laden reingehen können, um sich eine fucking Pizza oder so zu kaufen. Wenn man zu wenig Geld hat, sollte man schon die Möglichkeit haben, das mindestens ausgeben zu können. Was möchtest du den Leuten, bevor es jetzt nochmal losgeht mit deinem Track, was möchtest du den Leuten mitgeben? Ich hoffe, dass wir es irgendwann schaffen, dass wir mehr Barrierefreiheit haben, dass wir es vielleicht schaffen, auch mehr Verständnis für die Leute zu haben. Das Ding ist, es ist ja auch teilweise so, dass Menschen, die gar nicht mal aufgrund ihrer Behinderung da sind, wo sie sind, dann dahin, da spielen ja mehrere Sachen mit ein. Du hast Leute, die ewig in einer Hartz-IV-Familie waren, irgendwie die aus schlechten Elternhäusern kommen, wo irgendwie die Mutter irgendwie den Vater geschlagen hat, hast du nicht gesehen. Und dann sagt man, die Behinderung ist der Grund, darum hat er es nicht so gut, deswegen ist er jetzt in der Gesellschaft da, wo er jetzt steht. Und das kann eigentlich auch nicht sein. Ich glaube, da gibt es gar nichts mehr abschließend zu sagen. Can macht das von selbst. Viel Spaß hier mit Can. Alle mitmachen! Alle mitmachen jetzt! Macht, was ihr wolltet, das will alles sein. Bis der Wunsch, ich mache, dann ich bin zurück.
War plötzlich ihre andere Meinung. War plötzlich ihre andere Meinung. Was sie redet, hat mich nicht interessiert. Meine Träume haben mich täglich inspiriert. Macht, was ihr wollt, ich lass mir da nichts sein. Bin kein Punching Boy, der nicht mehr zurückschlägt. Sind. Was ihr redet, hat mich nicht interessiert. Meine Träume haben mich täglich inspiriert. Macht, was ihr wollt, ich lass mir da nichts an. Bin kein Punching Boy, der mich da zurückschlägt. Ja, ich werd zurückschlagen. Ja, ich werd zurückschlagen. Ja, ich werd zurückschlagen.
Und let's go, Son of Braunschweig 2, kommt da auf! Und jetzt werdet ihr auch erst eine Rede von mir hören, eine Message. Und danach werden die Soulies die Duos machen. Genau. Kommt erstmal alle drauf. Aber meine Message heute ist, einmal Entscheidungen zu treffen und auch die Komfortzone selber, wie man daraus ausbricht, was passiert mit einem, wenn man in der Komfortzone auch drin stecken bleibt und sich einfach der Bequemlichkeit im Leben einfach zu sehr dran gewöhnt und keine Risiken mehr eingeht. Und jeder weiß, wer kein Risiko eingeht, meiner Erfahrung nach, der hat manchmal auch nicht wirklich viel Spaß im Leben. Und geht nicht über seine Grenzen, sondern bleibt einfach ganze Zeit in so einem Hamsterrad. Und genau, wir haben auch ein Projekt gehabt mit Ife Bird zusammen, das hieß Hör gut zu. Da habe ich über Entscheidungen geredet, dass Entscheidungen in Gedanken anfangen, dass man sich entscheiden muss, ob man täglich ein guter Mensch sein will oder ob man Leuten Böses machen will. Und da habe ich mir halt festgesagt, ich habe mich dafür entschieden, aus mir selber rauszukommen, Sachen zu probieren, zu machen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Das ist hier zum Beispiel das zweite Mal, dass ich wirklich auf so einer großen Bühne stehe und reden kann. Dankeschön. Und den gleichen Applaus verdienen auch alle, die gerade hinter mir stehen. Die Bands sind zwar öfter bei Sachen dabei, aber trotzdem immer wieder eine neue Herausforderung mit anderen gemeinsam. Ein Team zu sein, eine Crew zu sein. Und die Kids, die hier stehen, die nicht ihren Bequemlichkeiten nachgegangen sind, in den Sommerferien einfach zu Hause zu chillen, irgendwo hinzufliegen, sondern die haben zusammen gearbeitet, jeden Tag gehustelt, die sind ihren Terminen nachgegangen, die sind ihren Texten nachgegangen, die haben sich die ganze Zeit in ihren Sommerferien reflektiert. Das heißt, einfach vor der Arbeit ist auch nach der Arbeit. Wenn man sich schlechten Sachen, also ich komme selber, muss ich sagen, das habe ich mich auch dafür entschieden, das zu sagen heute. Und zwar, wenn man in der Industrie arbeitet und das einem selber nicht gefällt direkt. Ich hoffe, hier ist auch kein Arbeitskollege von mir da. Und zwar, wenn man seine Arbeit nicht wirklich liebt, dann geht man halbherzig hin, man geht mit noch weniger Herz da raus. Man freut sich zwar, okay, der Arbeitstag ist zu Ende, ich habe mein Geld in der Tasche am Ende des Monats. Aber erfüllt mich das? Meistens nicht. Und das habe ich mir in der Ausbildung schon bemerkbar gemacht, dass die Energie fühlt auch jeder, wenn ich dann auf die Arbeit komme. Zwar mache ich meinen Job wirklich gut, muss ich sagen, wirklich. Aber gut heißt nicht Erfüllung. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, einfach der Region zu helfen, die Region voranzubringen, Braunschweig, Niedersachsen, Salzgitter, einfach Wolfenbüttel auch, alle anderen auch. Und zwar dort Leute zu finden, zu suchen, zu connecten, die etwas im Leben reißen wollen, die ihren Träumen nachgehen wollen. Und deswegen der Satz jetzt nochmal für euch zum Abend zum Mitnehmen. Das Leben beginnt da, wo die Komfortzone endet. Dankeschön. Und als nächstes wird euch Andro die beiden Jungs vorstellen. Dankeschön. Kurz, einen Augenblick. So, mehr als zwei Hände habe ich nicht. Also, auf der rechten Seite Emir und euch aus links Emir und rechts Can. Zusammen sind sie Jamir. Und ja, die beiden starten auch jetzt erstmal wieder, wie auch vor der Pause, mit der Erklärung ihrer eigenen Texte, gewissen Passagen. Und den Ausdruck, den die beiden hier gewählt haben, ist: Wir sind alle nur eine Nummer im System. Diesen Satz hört man gleich sehr oft. Was möchtet ihr beiden aber zu diesem Text jetzt erstmal sagen? Also, wir sind alle nur eine Nummer im System bedeutet sowas wie: Ey, es wird viel gesagt von Politikern, von der Gesellschaft, von allen Leuten, aber es wird nicht eingehalten. Also, die sehen unser Gesicht nicht, die sehen uns nicht, die sehen unsere Sorgen nicht, sondern die reden im Allgemeinen und halten am Ende auch nicht ihrem Wort. Ja.
Also jetzt auch nochmal die Frage an dich, John. Was möchtest du oder was interpretierst du in diesem Satz? Wir sind alle nur eine Nummer im System. Ich würde sagen, dass wir einfach alle quasi in unserem bürokratischen System immer nur in irgendwelchen Ordnern abgeheftet werden. Dann werden da irgendwelche Sachen bearbeitet. Teilweise dann auch falsch bearbeitet, weil wir nicht genug Sachbearbeiter haben, die sich darum kümmern. Dann kriegt jemand weniger, wird jemandem zu wenig Geld berechnet. Aber man muss immer allem irgendwie hinterherlaufen, wenn irgendetwas mal nicht richtig gelaufen ist in dem Bezug. So, Sergeant hat es ja jetzt gerade in seiner Rede auch schon angedeutet. Ihr habt den ganzen Sommer miteinander gearbeitet, gelabert, geredet und visioniert. Was hat euch in dem Prozess, in dem Miteinander von euch beiden, in der Zusammenarbeit, was hat euch da am meisten überrascht? Ja, wir hatten ja leider beide nicht ganz so viel Zeit aufgrund von persönlichen Verpflichtungen. Und ich fand es erstaunlich, wie schnell er es geschafft hat, die 16 Bars zu schreiben. Wir haben uns nur einmal getroffen und hat er gerade mal 20 Minuten gebraucht, um 16 Bars für den Song zu schreiben, die auch perfekt gepasst haben mit mir. Ich glaube, wenn man wirklich eine Message hat, dann braucht man da nicht lange. Und als Gegenfrage, was respektiert ihr beide, beziehungsweise was respektierst du, Emil, am Lebensraum des anderen? Also allgemein, dass er sich wirklich sehr, sehr gut durchsetzt in dem, wo er so eingeschränkt ist, was er auch gleich erklären wird in seinem Part. Dass dieses Durchsetzungsvermögen, diese Kraft, diese Stärke, die er wirklich hat und einen auch weitergibt, wo wir zum Beispiel geschrieben haben, also ey, du schaffst das, du packst das, mach das. Und er ist ein sehr, sehr krasser Lyriker. Also schreiben mit ihm macht unnormal viel Spaß und geht auch unnormal viel, unnormal schnell. Okay, dann möchte ich die Leute gar nicht zu lange auf die Folter spannen. Viel Spaß mit den beiden. Let's go. Thank you.
Michelle und Carmen, für alle, die nicht, die nicht aufgepasst haben. Alright. Euer Song heißt What Now? Wer von euch möchte mir den erklären? Okay, also es geht einfach darum, dass wir jetzt, aber auch generell andere Menschen natürlich auch, sehr auf die Zukunft oder die Vergangenheit fokussiert sind, dass Leute entweder nur in der Zukunft leben, also sich nur Sorgen machen über morgen und wie auch immer, und andere Leute der Vergangenheit hinterher trauern sozusagen. Und halt nicht in dem Jetzt leben, also halt immer in die Vergangenheit leben oder in der Zukunft leben und nicht sich nicht darauf konzentrieren, was jetzt eigentlich passiert und was sie jetzt tun. Ja. Geht ja auch dieser enorme Zeitdruck hervor. Aber ihr seid ja noch sehr jung. Wo kommt er her? Also ich glaube, dass wir einfach von der Gesellschaft so dazu programmiert werden, zu denken, dass wenn wir nicht schnell genug sind, wenn wir nicht gut genug sind, dass wir überhaupt nichts im Leben reißen können. Und ich glaube, deswegen geht es auch Leuten in unserem jungen Alter schon so, dass wir extremen Zeitdruck sozusagen haben. Ja. Letzte Frage, was macht ihr, um eure Fragen auch zu beantworten vielleicht? Ja, also wir sind halt offen zu allem und zu jedem und wir probieren Fragen zu finden, aber die finden wir eigentlich nicht und wir probieren die halt irgendwie selber zu beantworten, aber ja, im Endeffekt schaffen wir es dann eigentlich leider nicht. Dafür habt ihr aber einen richtig guten Song geschafft. Let's go! Dankeschön! I'm scared to see my future, 'cause it ain't different from my past. Drawn as the perfect picture, it feels like nothing's gonna last. Night I was awake, I wrote a song for my mistake. How many times I tried to skip, but I am running from the I'm not afraid to
Jetzt kommt meine Rede. Und ich fühle mich jetzt schon unfassbar nackt, weil ich extra meine Karten weggelegt habe, weil ich jetzt über Angst rede. Und ich dachte mir, wie kann ich mir das noch schwieriger machen? Deswegen dürft ihr jetzt erstmal anfangen. Ihr dürft jetzt erstmal alle über eure größten Ängste nachdenken. Fun, right? So, ob es Spinnen sind, Schlangen, Skorpione, Höhen, Tiefen, Klippen, das Meer. Es gibt eine Menge. Jetzt bin ich dran. Ich bin ehrlich, ich habe unfassbar Angst davor, zum Bäcker zu gehen und mich anderen zu öffnen, mich auf eine Bühne zu stellen und nackt auszuziehen mit meinen ganzen Ängsten. Ich habe auch unfassbar Angst davor, jetzt meinen Text zu vergessen. Und ja, das Ding ist mit Ängsten, sie halten dich manchmal ganz schön davon ab, dein Leben einfach zu leben. Und gerade jetzt auch in der Pandemie ist es bei vielen einfach nochmal richtig schön hochgekommen. Scheiße. Und bevor du vorher ein bisschen Überwindung gebraucht hast, war es jetzt doppelt so viel. Und jetzt ist es halt, fuck, was machst du? Tja, ich habe nicht die Antwort tatsächlich. Ich kann euch nur ans Herz legen, euch immer zu überwinden. Schmeißt eure Karten weg. Denkt an eure Liste, an Ängsten. Und schmeißt sie weg. Diese ganzen Leute, die hatten auch scheiße Angst. Und guckt sie euch jetzt an, an den Tag ihres Lebens. Und mein Tag des Lebens ist es auch einfach nur, um zuzugucken. Und deswegen, das ist der Grund, weswegen ich auch meine Karten heute wegschmeißen konnte. Weil diese jungen Menschen mich inspiriert haben. Eure Actions have fucking consequences. Und eine letzte Sache noch. Selbstschutz kann auch ganz oft Selbstsabotage sein. Geht ganz schnell. Oh, ich schütze mich davor, dass meine Meinung nicht angefochten wird. Also bleib still. Ich will jetzt respektabler Mensch wirken. Also lerne ich mich selbst erst gar nicht kennen. Ich versteck mich. Easy. Gut, dass sich dann noch niemand mitkriegt, merkst du schon? Nee, erst zu spät. Oh, ich schütze meine Gefühle, indem ich sie nicht auslebe, weder ausspreche, noch fühle? Was ist denn das für ein Leben? Sehr gut. Sehr, sehr smarter Move. Nicht. Deswegen, diese Kids inspirieren, sind fucking mutig und zeigen euch ihre Gefühle auf einer fucking Bühne. Euer Song heißt Nobody Can Hurt You. Erklär mal bitte. Ja, niemand kann uns verletzen, wenn wir zusammen sind. Unser Song Nobody Can Hurt You ist unsere Hymne für alle Birdies, weil we are fucking strong together. Yes! Jetzt mal was ganz anderes. Meint ihr, wärt Freunde geworden, wenn ihr nicht hier gewesen wärt? Also, jetzt mal abgesehen davon, dass ich gar nicht in Braunschweig lebe, haben wir so komplett andere Leben. Almin, Vanessa studiert. Und ich bin in der Schule und ohne. Ja, was machst du eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ein Spaß! Ich würde das, nein, das war ein Scherz. Nee, wir hätten uns nie kennengelernt, einfach weil wir ganz unterschiedliche Typen sind. Ich meine, man merkt ja, egal was ist, man findet irgendwo trotzdem gleiche Struggles. Und das ist das, was uns zusammenhält. Und genau deswegen sind wir strong und deswegen kann uns eben niemand verletzen. Euer Zitat ist ja auch, different stories doesn't matter, because we're not alone. Denkt ihr gerade diese Differenzen
helfen auch dabei, euch vielleicht mehr zu supporten? Maybe? Ja. Okay, great. Oh nein, ich liebe dich heute. Heute? Check's nicht. Okay. Dann gerne die Hymne. I can't. Okay, Leute, wir kommen langsam hier in den Endspurt. Also, macht jetzt nochmal ordentlich Stimmung, okay? Das ist der vorletzte Song, ich schwör's euch. Also, geht richtig Gas. Geht richtig Gas hier, sonst bereut ihr es. Let's go, Leute. Wir wollen euch sehen. Auch wenn es dunkel ist, wir können euch sehen, ne? Nobody can hurt you. If you're in trouble, you can call us. We go into
hurt you. Nobody can hurt you, hurt you. Nobody can hurt you. Nobody can hurt you, hurt you. Meine beiden Vorgänger eben gerade auch, Lilith und Serjan, habe ich jetzt auch die Ehre, die Zeit, die Möglichkeit, eine Message an euch alle hier zu geben. Und wenn ich rechts und links gucke, dann sehe ich ganz viele Leute, auch vor mir, ganz viele Leute, die sich gegenseitig als Team bezeichnen, die sich gegenseitig supporten. Und wenn ich einmal in die ganze Crowd, in die ganze Menge hier gucke, dann sehe ich Leute, die vielleicht letztes Jahr schon da waren, die vielleicht dieses Jahr das erste Mal da sind. Und ganz viele Leute, die wirklich daran interessiert sind, was geht in den Köpfen von Jugendlichen hier gerade vor. Und das, wenn ich jetzt gerade nickende Köpfe sehe, ist nämlich genau der entscheidende Punkt. Weil viel zu wenig Leute fragen sich, was geht in den Köpfen der Jugendlichen vor? Was geht in den Köpfen der Leute um mich herum vor? Und genau das Problem hatten wir doch irgendwie alle, nur von der anderen Seite. Weil jeder von uns stand mal irgendwie in seinem Zimmer oder irgendwo draußen oder egal wo und wusste nicht mehr hin, wusste nicht mehr weiter, wusste nicht wohin mit sich. Und dann hat man sich immer diese eine Person gewünscht. Diese eine Person, die zu einem kommt, die einem sagt, du schaffst das. Die einem sagt, ich glaube an dich. Und die ganz genau versteht, was für einen Traum du da gerade hast, was für einen Support du jetzt in dieser Situation gerade benötigst. Und wenn ich jetzt hier gerade in die Gruppe gucke, dann sehe ich Leute, die das verstanden haben. Dann sehe ich Leute, die alle, die hinter mir sind. Dann sehe ich Leute, die verstanden haben, dass diese neuen Jugendlichen alle einen Weg gegangen sind, die sich vielleicht die Hälfte von euch trauen. Die sich vielleicht wirklich hier hinstellen würden und sich denken, wie soll ich das gerade hier machen? Aber habt ihr einen von denen gesehen, der irgendwie an sich gezweifelt hat? Und wisst ihr wieso?
nur weil die Personen um dir herum ihnen gesagt haben, dass du das auch mit schaffst. Und das ist mega viel wert. Das ist mega, mega viel wert. Warum ich jetzt auch gerade so ernst bin, ist, dass alle Leute hier in diesem Raum verstehen sollen, beziehungsweise hier in dieser Location verstehen sollen, dass das, was ihr jetzt hier gerade gemacht habt, was ihr heute diesen Abend gemacht habt, dass ihr das bitte nicht nur heute macht. Dass ihr den Leuten, die hier auf der Bühne stehen, den Leuten, die um euch herum sind, dass ihr denen zuhört, dass ihr die versucht zu verstehen und dass ihr sie nach gewissen Gesprächen auch wirklich versteht. Weil wenn ich eine Sache in meinem ganzen Weg gelernt habe, wo ich alleine war, wo ich doch Leute kennengelernt habe, wo ich andere Leute supportet habe und wo andere Leute mich supportet haben, habe ich eine Grundessenz daraus geschlossen. Und zwar, dass du genau zwei Leute brauchst in deinem Leben. Und zwar einmal dich selber, der an sich glaubt, und eine andere Person, die dich supportet. Eine einzige. Und das sei du für die andere Person. Sei dieser Anker, sei diese Motivation, sei diese Hilfe. Und wenn du das geschafft hast, dann siehst du an den Taten des anderen, was daraus alles entstehen kann. Das ist nämlich genau das, worum es uns hier eingeht. Es geht darum, ihr seht es alle, die da hinten sehen es auch, diese erste Reihe. Die haben das Ganze entweder im letzten Jahr, in den letzten Monaten, in den letzten Wochen genauso durchlebt, sind jetzt heute hier und supporten die hier auf der Bühne, weil sie es verstanden haben, was es wirklich ausmacht, wenn man supportet wird, wenn man Möglichkeiten bekommt und wenn man dann auch wirklich gehört wird. Und wenn ich jetzt hier gerade rede, dann sehe ich Leute, die nicken, dann sehe ich Leute, die vielleicht noch irgendwie mit großen Augen gucken und sich denken, redet der über mich? Aber ich rede über euch alle, genau, ich rede über euch alle und jeder kann sich das heute mit nach Hause nehmen. Danke sehr. Der ist besser, jawohl. Genau, das ist der Richtige. Andrew, remember where you started. Dankeschön. Sehr, sehr schöne Worte. Und jetzt zu dem Abschluss, zu der Krönung, zu der Kirche. Hier ist Marielle, also Marigon und Kiel mit dem Lied Let It Out. Also lass es raus. Und das wird jetzt hier nochmal ein Mega-Banger. Und wir fangen an erstmal mit den Fragen. Marigon. Deine Topline, die ist, denk, du wirst stärker als du, einen Fehler gehabt. Als du denkst. Genau das. Erklär's. Ich bin stärker als ich denke. Jetzt sag du, warum du das denkst. Weil ich wollte diesen Satz auf jeden Fall in meinem Lied drin haben, weil viele Menschen sich verschließen, deren Gefühle nicht offenbaren. Und irgendwann vergessen, dass sie selber sehr viele Stärken haben und nur die Schwächen sehen. Sehr schön, sehr hart. Ich hoffe, manchen trifft das. Hört. Kiel, bei dir ist es, wie der Songtextüberschrift selber sagt, Let It Out. Was ist dein Lass es raus? Das ist meine Lieblingsline, weil wir damit sagen wollen, dass du deine Gefühle zeigen sollst, dass du dich nicht verstecken sollst unter einer Maske, hinter den Mauern, die du dir selbst erschaffen hast und einfach alles rauslässt aus dir. Okay. Thank you. Und jetzt nochmal zu eurer Entwicklung in eurer gemeinsamen Arbeit. Ihr seid ja ein bisschen unterschiedlicher von den Gefühlen, die ihr eure Gefühle preisgibt. Und deswegen wollte ich nochmal fragen, welche Entwicklung habt ihr bei eurer Zusammenarbeit von eurem Gegenüber gesehen? Was hat sich gechanged nach dem Ganzen? Ja, bei Kiel war auf jeden Fall, dass er am Anfang sehr viel nur für sich war, sich halt nicht geöffnet hat gegenüber den anderen, aber mit der Zeit, während man zusammengearbeitet hat und alles, hat er das halt hinbekommen. Ne? Alright. Kiel, wie ist es bei dir? Was hast du bei Marigon erkannt? Bei Marigon, also er wirkt halt wie eine sehr extrovertierte Person. Er zeigt sich, so wie er möchte. und ich konnte einfach seine Vulnerability kennenlernen, diese Seite einfach. Und ja.
Dann lasst beide alles raus. Leute, Marielle, let it out. Aufstehen und alle Gas geben. Das ist der letzte Song, ey. Der letzte Song, deswegen alle aufstehen. Alle, Mann. Kennt ihr das auch bei Konzerten, wenn die Leute, also die Stars, das abbekommen, wo die ganzen Zuschauer Lichter hochhalten? Ich glaube, das würde mega krass aussehen für alle, die auf der Bühne stehen. Also einmal alle Handys raus und Lichter an. Oder Feuerzeug, geht auf. Geht auf. Ich danke euch, ich danke euch. Let it out. Rest up, you.
von meiner Seite und von allen hier auf der Bühne. Danke, dass ihr da wart. Einmal einen Applaus für euch alle hier. Das war Soul of Braunschweig 2 jetzt mit diesen neuen Jugendlichen. Ich hoffe, jeder von euch konnte sich seine Lieblingsmessage mitnehmen nach Hause, hat Denkanstöße bekommen und behält diesen Abend hier für immer im Gedächtnis. Ich glaube, wir alle hier auf der Bühne tun das auf jeden Fall. Und falls man jetzt... Weitergehen. Mich täglich inspiriert. Macht, was ihr wollt. Ich lass mir da nichts sagen. Bin kein Punching Wall, denn ich werd zurückschlagen. Ja, ich werd zurückschlagen. Ja, ich werd zurückschlagen. Ja, ich werd zurückschlagen. We'll be right back.
Nächstes Mal wieder. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Also.